Hallo, meine Freunde, herzlich willkommen Left zu Bella. Bella, was machst du da? Alter, sie hat den Müllsack in der Hand und lässt ihn da einfach fallen. Was geht hier ab? Einmal Waschbecken am Arsch, dann das andere Waschbecken am Arsch. Baloui, schreite zur Tat und repariere das Ganze bitte. Mach das jetzt. Okay, sie putzt die Dusche, das ist schon mal gut. Basti ist auf der Arbeit. Patrick macht sonst irgendwas. Und das musst du auch dann reparieren, Baloui, ja? Wollte nur gesagt haben. So. Weil ich sehe es jetzt nicht ein, noch mehr Geld dafür auszugeben. So. Kann Patrick hier eigentlich malen? Nee, geht nicht. Oh, er hat dann aber ein weiteres Level erreicht, auf jeden Fall. So. Was wir wissen, dass Kevin bald Geburtstag. Nein, wer hat bald. Patrick hat bald Geburtstag, stimmt. Warum ist er denn jetzt so schlecht gelaunt? Okay. So, Miko, weil du gerade am Putzen bist, kannst du Miko ins Bett stecken. Warum? Der ist doch. Der ist doch im Bett! Miko! Wow! Das war eine grandiose Leistung von dir, ein zugedecktes Kind zuzudecken. Miko, ich bin so stolz auf dich. So, okay. So, dann, liebe Bella, wischen, wegwerfen, wischen, los. Und Patrick ist am Essen, das ist schon mal gut. Und irgendwann sollte Basti nach Hause kommen, glaube ich. Nur die Frage ist, wann. So, wie sieht's denn aus bei Basti? Oh, dem geht's richtig scheiße, habe ich das Gefühl. So, egal, das soll nochmal richtig reinhauen hier. Vielleicht geht es da dann nach oben. Und ich muss die. Im Prinzip müsste ich das nochmal irgendwie nach oben treiben. Er ist bis 15 Uhr auf der Arbeit. Warte mal. Verringert die Arbeitsleistung. Nein. Ruhig angehen lassen. Arbeite fleißig. Das ist eigentlich viel besser, ne? Aber wenn du nach Hause kommst, leg dich bitte schlafen, weil dir geht's ziemlich dreckig, habe ich das Gefühl zumindest. So. Kevin ist am Schlafen und Bella, meine Gute, du wirst, wenn du das jetzt alles hier gemacht hast, na, ich hoffe, die beeilt sich da mal, dann einen Kuchen backen. Oh, Basti hat einen Arbeitstag verdient, Urlaubstag, aber ja. So. Mach das jetzt mal auf jeden Fall. Bring es jetzt in Ordnung. So, und jetzt backst du bitte einen Kuchen. Wir müssen kochen. Ja, Leute, wir kochen einen Schokokuchen. Nickerchen in der Badewanne machen? What the fuck? Seit wann macht man Nickerchen in der... Oh, voll süß, Baloui. Wow. Nice. Okay, gut. Du machst jetzt hier einen Kuchen für Patrick. Weil wir feiern jetzt Patricks Geburtstag. So. Dein Sohn wird nämlich jetzt bald ein Teenager. Und dann macht er sich an die erste Liebe ran und so weiter und so fort. So, Geburtstagskerzen. Patrick, my friend. Come on. So, und ja, Baloui, komm bitte auch hier hin. So, hier hingehen. Und Patrick, du wirst das jetzt bitte Kerzen auspusten. Los, Patrick. Los. Und die Familie ist auf jeden Fall anwesend. Bella! Ja gut, deine Mutter zischt ab anscheinend, so. Ja! Oh, jips! Ja! Ja! Er ist groß und, was meint ihr, sieht er heiß aus oder nicht? So, wir können hier auf jeden Fall ein Ort, was? Sims ist glücklich, Devilanz, soll er niederträchtig werden? Oder nein, er wird schlau. Patrick wird schlau, ja. Und er wird ein Nerd. Oh, ja, doch, ein Nerd. So. Und er bekommt noch die Fähigkeit oder halt das Ding namens Geek. So, zack. Cool! Yeah! Hallo, Patrick! Nimm dir ein Stück von deinem Kuchen. So, das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip dieses Zimmer ein bisschen aufmotzen, ne? Das ist im Prinzip jetzt auch das Ziel. Wir verkaufen dieses Bett. Wir verkaufen das hier. Weil da muss jetzt eigentlich... Oh Gott, verdammt, Mist. Also, Betten. Passt das so ein... Oh, ja, Leute! Aber mal machen, so. Wie sieht das aus? Oh Gott, ne?
Ey, der arme Patrick, was ist denn das Bett mit Weltraumdecken? Nee, nee, nee. Er kriegt sowas in dieser Farbe hier. Zack. Und dann machen wir jetzt auf jeden Fall den Boden noch anders. So, Boden in rotem Holz. Oder was gibt's denn hier noch? Hier kann ich keine Farbe aussuchen, ne? Ich suche eigentlich roten Teppichboden. Geht das irgendwie klar? Irgendwo? Was ist das da? Spielplatzboden. Ja, klar, ne? Mosaik. Was ist das hier? Fake-Fliesen. Es gibt irgendwie keinen Teppichboden. Holz. Teppich! Da. So. Ups. So, mach mal in Rot. Zack. Da kriegst du eine richtige Porno-Hütte. Oder so irgendwie was. So. Und dann noch hier alles. So. Dreh mal bitte. Und mach mal bitte so. Okay, ist nicht so irgendwie. Ja! Genau so, perfekt. Zack. Okay. Ups. Und das soll noch was rein auf jeden Fall. So. Allerdings was? Das soll irgendwie. Warte mal, was gibt's denn für Bilder? Oh, ich hab eine Idee. Ich hab eine grandiose Idee. So. Okay, pass auf. Bella. Warte mal, ich hab eine Idee. So, Basti, du wachst auf. Bella, du gehst mal ganz schnell hier hin. Los. So, Basti, du machst jetzt mal bitte ein Bild nach Vorlage. Los. Los, okay. Okay, nee, stopp. Bella, du änderst dein Outfit bitte in das hier. So. Und Basti, bevor du dir einen Kuchen holst, malst du jetzt bitte nach Vorlage ein großes Gemälde. Los. Los! Schnell! Sie hat sich umgezogen. Gut. Basti malt nach Vorlage. Und jetzt haben wir ein wunderschönes Bild für Patrick. So. Basti malt jetzt nämlich dieses Bild. Los. Auf geht's. Dieses Bild hängen wir dann in Patricks Zimmer. Oh, er hat ein Bild von Ey, das macht mich fertig, ne? So, okay. Ja. Weiter bitte. Und dann gehst du danach bitte baden. So, mein Freund. So. Oh, wunderschön hier, die Bella, ne? So. Patrick ist schlafen. Nein, das interessiert uns jetzt mal nicht. So, kann ich das nehmen? Ja. Und wir können es hier hinhängen. Warte mal, damit es noch awkwarder wird, hängen wir das nämlich. Ach, Scheiße. Ich kann nicht mehr, Leute. Das ist zu fertig. Auf welche Scheißideen komme ich denn bitte? Ach, Gott. Leute. Ich weiß ja nicht, aber ich bin diesem Bild hier begeistert. Das ist irgendwie, ach geil. So, okay. Was ich noch machen wollte ist, dass wir hier vielleicht noch irgendwie was reinstellen. Wir gucken jetzt einfach mal. Ein Fernseher, genau, ein Fernseher. So, hier irgendwie so eine Art Sessel. Gucken wir mal hier. So einen. Und zwar, guck mal, wenn wir den hier hinpacken, geht eh. Und dann bekommt der Gute. Warte mal. Ist halt ein bisschen eng. Ah, ich meine, da muss er durch, der Gute. So, Fernseher. So. Für. So. So ist okay, ne? So, geil. Also Patrick, du hast jetzt ein geiles Jugendzimmer, ne? Mein, es ist wirklich, irgendwas fehlt da an der Wand. Warte mal, ich muss nochmal gucken hier. So. Gibt's vielleicht noch andere Gemälde? Irgendwie? Alles sind die teuer, ne? Gucken wir mal, was gibt's denn hier? Was ist das da? Ja, nee, irgendwie nicht so wirklich. So.
Gibt's nicht irgendwie Wandregale? Ja, machen wir mal hier sowas vielleicht. Oh, da gibt's bestimmt was Schönes. Oh, sowas hier in Rot. Und zwar so. So, genau. Perfekt. Okay, Patricks Zimmer ist auf jeden Fall genial. Ich frage mich jetzt allerdings, wo der gerade schläft. Patrick? Patrick? Wo schläft er? Warum schläfst du im Bett deiner Eltern? Verdammt nochmal! Ey, ich versteh's nicht. Aus dem Alter bist du raus, Mann! Geh hier! In ein Zimmer! In eine Pornobude! Oh ja, genau. Da ist gut. Da ist echt gut, um ehrlich zu sein. So, okay. Er ist auf jeden Fall baden, der Basti. Und danach soll er auf jeden Fall was zocken. So. Und ein Spiel spielen. Und zwar Sims Forever. Los. So, wie geht's denn Balui eigentlich so? Ist eigentlich alles in Ordnung. Ja. Kevin ist noch am Sleepen. Aber der hat Hunger wie Sau, Alter. Miko. Erwachst du eigentlich auch mal aus deinem Schönheitsschlaf? So, du erwachst auch mal bitte und schnappst dir bitte hier mit was. Bitte, los. Nimm dir ein Stück von dem Kuchen. Komm. So. Ja, Miko, kümmere dich bitte um dein Kind. Okay, macht sie's? Mehr Auswahl, freundlich. Kann man's füttern irgendwie? Mach mal, Miko. Basti nimmt ihn einfach? Okay. Ja, das Zimmer ist noch nicht schön, Leute. Aber da kümmere ich mich das nächste Mal drum. Er hat jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Zimmer hier. Der Gute. Im Prinzip bräuchte er noch ein Bild von Balui. So. Kevin holt sich jetzt auf jeden Fall ein Stück von dem Essen. Das ist schon mal gut. Und danach soll er baden, bitte. Ein Bad. Und zwar wird ihn Basti natürlich baden. So. Genau, let's go. Was macht er? Er guckt Fernsehen. Hä? Er soll essen. Ess doch jetzt was. Was macht er denn? Er isst nichts. Ja doch, jetzt ist er am Essen. Das ist gut. Das ist gut. So. So. Los. Wunderbar, Alter, dieses Zimmer ist überragend. Wo guckst du denn hin, mein Freund? So, oh, warte, nee. Okay. Hat er noch mehr Hunger? Nee, er stinkt jetzt. Er sollte jetzt eigentlich gebadet werden. So, hier. Ja, gut, er wird gebadet. Sehr schön. Okay, das hätten wir dann mal. Unter Kontrolle. Oh, warum ist er jetzt wütend? Zuckerschock. Oh, Mann. Wie kann ich das jetzt beheben irgendwie? Er frisst einfach Zucker ohne Ende. Kevin, das ist ungesund. Okay, jetzt geht's ihm gut. Er ist energiegeladen. Okay. Dann machen wir das Teller mal hier raus. Okay. Kevin, das ist überragend, was du da machst. Alter, was hat er denn jetzt? Müde. Na gut, er legt sich schlafen. Okay, alles klar. So. Okay, Patrick ist duschen. So. Gut. Patrick sollte vielleicht auch mal aufs Klo gehen. So. Und Miko, du kümmerst dich jetzt mal wieder um die Raketen. Nein, Mist. Nein. So, du wirst die verbessern. Oh, du kannst sie nicht verbessern. Dann machst du mal ein Weltall erkunden. Sie ist benommen. Benebelt hat sie wieder Shisha geraucht. Nice. So. Du fliegst auf jeden Fall wieder ins All. Das finde ich gut. So. Kleines Schiff gesichtet. Miko beißt gerade in eine Astronauten-Eiscremeschnitte, als sie ein kleines Raumschiff entdeckt. Das ihrem Schiff Zeichen zu geben scheint. Steckt da jemand in Schwierigkeiten? Okay, ja, du guckst jetzt mal nach, ne, die Gute. So, Weltraumduell. Als Miko näher kommt, entdeckt sie, dass es sich um ein Alien-Raumschiff handelt. Dreieugige Alien mit 16 Fangarmen gesteuert, der viel zu breit grinst und Schwierigkeiten, behauptet beste Kämpfer, bla bla bla. Nimm mal das Duell an, los. Sie kämpft jetzt gegen den. Okay, bin ich mal gespannt. So, kein Weltraumduell gleich den anderen, scheint einen Plan zu haben. Er schwingt, Miko tut es ihm gleich. Was? Macht eine Pause, das Duell ist eröffnet. Angreifen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausartet. So, nicht so gut gelaufen. Miko benutzt ihren Überraschungsangriff, um den ersten Treffer zu landen. Blablabla. Kämpfe nie gegen einen Alien, der 14 Hände mehr hat als du.
Bla 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 bla. Soll sie sich zurückgehen oder kämpfen, um erneut Boden gut zu machen? Kämpf weiter, los. Wuhu! Okay, unentschieden. Miko erinnert sich an den raffinierten Trick, bla bla bla. Schwer beeindruckt. Miko fliegt stolz nach Hause. Yay! Jetzt können wir den Frachtraum erweitern. Das ist schon mal überragend. So, warte mal. Was? Lebloser pinker Wal. Alles klar. Den stellen wir natürlich auch irgendwo einfach mal hier hin. So. Ein lebloser pinker Wal. Okay. Ah, ne, das ist das hier, ne? Oh, oh. Was war das dann? Die lebendige rote Dingens. Wir stellen das da hier hin. So. Oh, warum heult er denn? Warum heult Kevin jetzt? Oh Gott, ein Albtraum gehabt. Basti, kümmere dich um deinen Sohn. Los. So, bring ihn ins Bett, los. Er ist traurig, weil er nicht genug geschlafen hat. So. Okay, alles wieder gut. Sehr schön. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen bombastischen Daumen nach oben da. Wie findet ihr das Zimmer von Patrick? Und wie findet ihr Patrick als Teenager? Oh, ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.